Der Special Award Vorarlberg 2024 präsentiert erneut innovative Projekte, die praktische Lösungen für zeitgenössische Herausforderungen bieten. Von Analysesonden, die während Fallschirmflügen die Atmosphäre untersuchen, über flexible Labornetzteile, die aus USB-Ladegeräten entwickelt wurden, bis hin zu intelligenten Fahrradsicherheitssystemen, die das Radfahren sicherer machen. Die Projekte zeigen, wie technologisches Know-how und kreative Ansätze nachhaltige Veränderungen bewirken können. Hier sind die Finalprojekte für den Special Award Vorarlberg. Das Team der HTL Dornbirn präsentiert Safe to Ride. Eine praktische Fahrradlösung, die Sicherheit und Komfort für Radfahrer erheblich steigert. Das System kombiniert einen Helmverschluss, GPS-Tracking und ein dauerhaftes Rücklicht, um das Radfahren sicherer und komfortabler zu gestalten. Die einzigartige Kombination aus NFC, LED und GPS-Modulen schaffen Sicherheit für Sie und Ihren Helm. Ein Team der HTL Rankweil entwickelt eine Radiosonde, die in der Größe einer Getränkedose während eines Fallschirmflugs Daten aus der Luft sammelt. Diese innovative Sonde liefert präzise und in Echtzeit Umweltdaten direkt an eine Bodenstation. Im Projekt geht es darum, einen Minisatelliten zu bauen, der eine gewisse Primärmission, nämlich Messen von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur beinhaltet, und eine Sekundärmission. Die beinhaltet Bilder während des Sinkflugs aufnehmen. Diese Bilder werden mittels KI segmentiert und GPS-Tracking. Das Team von der HTL Rankweil hat ein USB-C-Ladegerät in ein feinjustierbares Labornetzteil verwandelt. Ihr Gerät ermöglicht die präzise Einstellung jeder Spannung und integriert nachhaltige Praktiken in die Energieversorgung von Laboren. In der Testphase eines Elektrogeräts ist ein Labornetzteil nicht wegzudenken. Ein solches ermöglicht die schrittweise Inbetriebnahme des betroffenen Produktes. Auch beim Basteln oder Reparieren ist ein solches Labornetzteil essentiell, um die Reparatur sicher durchzuführen.